Sieht ganz nach Albis aus. Der könnte sogar Maß haben. Ist das bescheuert. Der ist sogar noch größer wie der erste. Geile Sache. Guckt euch mal die Schlange an. Jawoll. Ja, Mann, geil. Hallo. Ja, moin und schönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Kaubarsch TV. Mein Name ist Gü und ich begrüße euch heute zur allerersten Folge Nachtschicht, dem Nachtangelformat auf YouTube. Ja, ich habe richtig Bock. Wir haben heute den 15. April. Wir haben heute einigermaßen warme Temperaturen. Wir haben sogar den wärmsten Tag bislang im April. Wir hatten nämlich heute Nachmittag 12 Grad. Und ich hoffe, das animiert die Aale ein bisschen zu beißen. Vielleicht auch eine Schleie. Scheißegal, Hauptsache, wir fangen irgendwas heute Nacht. Also viel Spaß bei der ersten Folge. Ja, das ist der Graben, in dem wir heute angeln. Der ist, ja, ich denke mal, 4 Meter breit ungefähr. Da haben wir so ein paar überhängende Büsche. Und ich hoffe einfach mal, dass hier heute was geht. Also letztes Jahr lief das hier wie geschnitten Brot. Ja, mein Köder Nummer 1 sind heute wieder Tauwürmer. Richtig dicke, quirlige Tauis. Und die habe ich wie gehabt einfach aufgefädelt. Ich habe jetzt tatsächlich um die Posen. Da habe ich eine Pose. Da habe ich eine Pose. Da habe ich jetzt überall ein paar Maden drum gestreut. Weil ich eigentlich hoffe, dass da vielleicht noch eine Schleie oder sowas kommt. Weil, ja, die habe ich immer noch nicht. Und eine Steie hätte ich gerne mal. Aber vielleicht haben die Aale da später auch Bock drauf, wenn da so ein paar Maden rumliegen. Wir werden sehen. Eine dicke Bugwelle habe ich auch gerade schon gesehen bei der Pose da hinten. Auch eine Flosse. Also war keine Bisamratte, sondern war irgendein Fisch. Aber ich konnte leider nicht erkennen, was es für einer war. Ja, die ersten zwei ganz kleinen Zupfer, die hatte ich jetzt schon. Das waren aber wahrscheinlich Weißfische oder vielleicht kleine Barsche. Aber ich bin sehr gespannt. Also dieser kleine Schlot hat auf jeden Fall Potenzial. Und in der Dämmerung geht es hoffentlich los. Noch so ein kleiner Tipp am Rande. Wenn ich auf Aal angel in einem Kanal, der so ein bisschen Strömung hat, dann stelle ich die Ruten generell immer so ein bisschen schräg nach oben. Damit einfach, wenn die Schnur durchhängt, da nicht so viel Widerstand im Wasser ist, weil da kann immer mal irgendwie Kraut reintreiben oder Äste oder was weiß ich was, und dann wird natürlich die ganze Pose dann weggespült, und das möchte ich natürlich vermeiden. Außerdem habe ich den Bügel immer auf, denn wenn Aal zieht, soll er eigentlich überhaupt keinen Widerstand merken, und den lasse ich dann sowieso erstmal ziehen. Also ich sage mal eine Minute oder so bestimmt, und dann irgendwann, wenn ich meine, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann setze ich den an. Naja, mit ein bisschen Glück kann ich euch das nachher noch zeigen. Gerade den ersten guten Biss auf Pose. Mal gucken, was es ist. Scheiße. Ich wollte gerade den Kescher nehmen, den da hinbringen. Haben sich da erstmal zwei dicke Stöcke drin verfangen. Da muss ich die erstmal auseinandertügeln. Und bis dahin ist der Fisch abgehauen. Boah, schau mal, was der aus meinem Wurm gemacht hat. Alter, scheiße. Jo,
Da ist der erste kleine Mini-Aal. Der kommt sofort wieder rein. Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Schade. So, Sportsfreunde, wir haben es jetzt mittlerweile 21:45 Uhr. Und ja, ihr habt gerade gesehen, ich habe meinen ersten Aal gefangen. Keiner, worauf man stolz sein sollte, denn der hatte vielleicht, weiß nicht, 25 cm oder so. Ja, hat auch wie so ein typischer Aal gebissen, bisschen abgezogen, bisschen gedübbelt mit der Pose, bisschen abgezogen, ihr kennt das Spiel. Ja, leider nichts Großes. Hat gebissen auf einen halben Tauwurm und ja, jetzt hoffen wir mal, dass vielleicht noch ein größerer Aal kommt. Ich habe gerade nochmal die Chance genutzt und alle Routen nochmal kontrolliert. Und an jeder Route war der Köder angeknabbert. Also an einer Route hatte ich sogar nur noch einen ganz kleinen Fitzeltau rumhängen. Und das, obwohl sich die Posen eigentlich gar nicht bewegt haben. Ich habe die ja im Bild die ganze Zeit. Naja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ja, Freunde der Nacht, ich baue jetzt so langsam ab. Wir haben es jetzt gleich 12 Uhr und dann soll es das auch für heute gewesen sein. Ich habe immerhin ein Aal gefangen und hatte 3 Bisse. Was will man machen? Lol, ich habe tatsächlich Bisse. Beim Abbauen. Wie gut ist das denn? Der könnte sogar Maß haben. Ist das bescheuert. Der hat Maß, der kommt mit. Ja, das war auf jeden Fall verrückt gerade eben. Ich habe die Abmoderation gemacht, ihr habt es gesehen. Und dann dachte ich mir so, mit den letzten Resten des Akkus, weil der Akku, der war echt kurz vorm Abnippeln, dachte ich mir so, weißt du was, filmst du noch eben den Abbau. Ja, und will ich gerade hinlaufen, ist eine Pose komplett woanders. Da, wo sie vor der Abmoderation noch nicht war. Und ich sehe nur und ja, ich war sehr erstaunt und das Geilste war, Anhieb hängt ein Fisch dran, 50 cm Aal. Ich hoffe, euch hat der erste Teil der Nachtschichtserie gefallen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Teil der ersten Nachtschichtfolge. Bis gleich. Schönen guten Abend, ihr Nachtangelfreunde. Wir sind wieder unterwegs. Beziehungsweise noch bin ich alleine, aber ich treffe mich gleich mit 3 anderen Leuten. Wir wollen heute wieder an einem Kanal angeln. Der Kanal ist für mich vollkommen unbekannt. Einer von den Kollegen, mit dem ich gleich da bin, der hat da schon mal geangelt und auch recht gut gefangen. Und ich bin echt gespannt, ob da irgendwas laufen wird heute Abend. Die Temperaturen waren heute wieder sehr gut, sogar noch ein bisschen besser als gestern, also bei meinem letzten Aalansitz, wo ich ja 2 Aale fangen konnte. Wir haben jetzt gerade noch 11 Grad und wir haben es gleich schon 19 Uhr. Das heißt also, die flachen Gräben, die haben sich wieder weiter aufgewärmt und daher gehe ich davon aus, dass wir heute auch sehr gute Chancen haben, den einen oder anderen Aal ans Band zu kriegen. Zumal sind wir auch ein paar mehr Leute heute, also mit ein bisschen Glück kriegen wir heute auch ein paar mehr Aale zu Gesicht. Das wäre doch geil. Gut, wir sehen uns gleich am Spot, Leute. Bis gleich.
wir sind jetzt am Spot angekommen, mitten in der Wildnis. Und wir haben jetzt hier die Erlaubnis gekriegt, dass wir aufs Land fahren durften. Wir haben den Bauern nicht gefragt. Und ja, jetzt haben wir hier richtig schönes Wetter heute. Wir haben, glaube ich, jetzt noch 10 Grad. Und gerade sogar schon das erste Rotauge gefangen. Ja, mit am Start sind jetzt erstmal der gute Lothar und Klaus. Und mein Bruder kommt vielleicht auch noch. Wir werden sehen. Ansonsten drückt uns die Daumen, dass wir einen schönen Fisch rausholen. Wir holen im Kescher. Was ist das? Ach, Brasse. Nein, Aaland. Jawohl. Schöne Aaland. Geil. Schöne Aaland. Perfekt. Schönes Ding. Geiles Scheiß, oder nicht? Klasse. Ja, kleines Update. Lothar hat gerade seinen ersten Aaland überhaupt gefangen. Das war auch gleich ein echt schöner Aaland. Also 35, 40 macht er wohl gehabt haben. Schönes Gerät. Also der Abend ist schon mal gut angefangen. Ich bin auch zwischenzeitlich ein bisschen am Fiedern. Hatte auch gerade einen kleinen Fisch dran und hat sich erstmal ein Hecht, den Köderfisch, geschnappt. Und ja, konnte ich leider auch nicht drillen. Nach einer Minute ist der Hecht dann leider samt Vorfach ja, wieder schwimmen gegangen. Da hängt auf jeden Fall was. Hast du einen Kescher? Nee, ist hier hinten noch. Das ist aber ein Aal, oder? Ich hau den Kescher. Jawoll! Ja, Mann, geil, Alter! Petri, geil! Ja, 50er, würde ich sagen, wa? Ja, dickes Petri! Endlich mal ein Aalfilm mit Aal. Ist das ein Tauwurm oder was? Ein Tauwurm, ja. Alter, so ein richtiges Knäuel. Und das knallen die sich dahinter, wa? Ja, so mache ich das immer. Top. Oh, der zieht aber. Alter, der zieht richtig ab. Hängt was? Ab oder was? Nein, die war mitten im Kanal. Ja. Ja, er zieht. Geil. Also geht nach rechts auf jeden Fall. Ja, auch. Hast du ihn? Ja. Kescher, wo ist der Kescher? Scheiße! Da unten. Ja. Der ist sogar noch größer wie der erste. Der macht vielleicht 55, 60 haben oder sowas. Schöner. Ja, geil. Ja, wir haben jetzt mittlerweile richtig Action hier. Der erste Aal, der ging um kurz nach 10. Den hat Lothar gefangen. Der hatte so um die 50 cm. Dann hatte ich jetzt gerade einen Biss, den ich aber nicht verwandeln konnte. Und ich glaube, 5 Minuten später hatte Lothar einen Biss auf hier Garnele.
Wir wollten einfach mal einen Köder austesten und der hat direkt funktioniert und leider ging der Anhieb komplett ins Leere, obwohl der Fisch bestimmt durch einen halben Kanal geschwommen ist, ärgerlicherweise. Aber dafür hat Lothar das genau 5 Minuten später wesentlich besser gemacht und hat dann ja einen 60er Aal oder sagen wir 55, 60 hatte der bestimmt. Und er sagt, Lothar sagt gerade, auf Anhieb hatte er diesmal die richtige Route in der Hand. Ja, aber läuft ganz gut bislang. Also wir haben es jetzt 20 nach 11 mittlerweile. 2 Aale, 4 Bisse. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt gerade in so einem Beißfenster drin sind. Also wir hoffen, da kommt noch der ein oder andere. Na? So, Lothar wieder Biss. Sieht ganz nach Aalbiss aus. Ich würde sagen, wenn er jetzt nochmal loszieht, dann hat er den auf jeden Fall drin, oder? Ja. Muss halt nur aufpassen, dass er, ja, ich würde ihm fast einen geben jetzt. Ja. Da hängt er da hinten in den Reihen. Ja, anhauen. Was wolltest du alles machen? Nein! Oh, das gibt's nicht. Ja, ja, Wurm ist. Was war da dran? Lothar war mal wieder schneller als die Polizei erlaubt. Biss gehabt, losgerannt, angeschlagen. Aber war ein Aal dran, aber Mini-Aal, sagt er. Ja, oh, immerhin, Lothar, du rasierst heute. Das gefällt mir ganz gut. So, mittlerweile 12:30. Und wir hatten noch ein paar Bisse. Jetzt gerade hatte Lothar noch einen Biss und hat auch einen kleinen Aal drauf. Der hat sich allerdings wieder gelöst beim Rausheben. Der hing wohl nur am Wurm, aber war auch, wie gesagt, kein großer Aal. Und es wird wirklich kalt mittlerweile. Also Thermometer sagt 4 Grad gerade, aber der Wind, der macht das echt mies. Ne? Ich kann hier mal meine Kollegen zeigen, wo ich gerade so dabei bin. Wo sind sie denn? Klausi kann man sehen und irgendwo hängt da hinten Lothar noch rum da. Aber wir haben eine gute Zeit, muss man sagen. Und du hast gerade Biss. Hab ich Biss? Oh, wow. Oh ja, wirklich. Alter, da kommt hier entgegen. Hallo, Brian. Der fühlt sich gut an. Ja, da kommt er auch. Ja. Der ist gut. Oh, komm, Klaus Kescher den. Wo ist er? Jawohl. Ja, guter. Das ist der größte des Tages. Oh. Ja, geil. Oh, das ist ein richtig guter Aal. Sauber, bitte. Nice. Hier, wache. Nimm ich mal hoch. Jawohl. Boah. Digga. Geile Sache. Guckt euch mal die Schlange an. Sauber. So, weiß ich, was hat der? 65 oder so hat er bestimmt. Und der ist dick. Ja, ich schätze. Geiler, 65 hast du recht. Nice. Ja, top. Schöner Raubal. Geil. So, wir haben ihn gerade vermessen. 67 cm. Und das ist ein richtiger Okolyt. Also der hat richtig mega Kopf, breiten Körper. Richtig geiler Aal. Ja, 12:30, Leute. So sieht übrigens eine Hand aus, wenn man einen Aal angepackt hat. Als ob ich trockene Haut hätte. Das sind richtig solche Fetzen, die man sich hier von der Haut nehmen kann. Ja, wir hatten einen sehr schönen
Abend heute. 3 Aale gefangen, ein paar Bisse verkackt, aber ansonsten war ich ganz geil. Und du hast deinen ersten Aal abgefangen. Ja, richtig. So, Lü, mit einem Maul, mit noch ein Nestvideo. Ja, tschüss. Mach's gut. Tschüss. Wie es war schon. Fertig, aus, Ende.